Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Transport Fever. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir sind immer noch im Norden und ihr seht vielleicht schon, ich habe hier ein bisschen gebastelt. Ich habe mir ein Industriegebiet gebaut, so ein bisschen schick gemacht. Hier, dadurch, dass wir jetzt das Jahr, ich habe auch laufen lassen, halt wegen Kohle, ne? Wir waren schon echt weit unten. Habe ich auch neue Sachen bekommen. Wie zum Beispiel auch, was ich hier probiert habe, eine Unterführung. Die ist mal richtig schick. Hat zwar hier ein, zwei grafische Fehler, aber so an sich ist es eine richtig coole Mod. Genauso halt auch hier Gebäude und so weiter. Aber ja, gleich mehr dazu. Hier meinen großen LKW-Bahnhof, den finde ich nämlich sehr, sehr praktisch. Weil, das kann ich mal hier unten zeigen. Läuft das hier? So, jetzt läuft es auf jeden Fall. Hier. Hier habe ich den auch schon mal hingesetzt. Die reihen sich nämlich hier jetzt so auf. Sprich, es kommt nicht mehr zu Staus, so stark. Ist ganz praktisch. Jeder hat hier so sein Terminal. Sieht auch ziemlich nice aus, finde ich. Hier habe ich auch irgendwo versucht. Wo habe ich das denn gemacht? Genau, das hatte ich mal weggerissen. Hatte ich hier nicht auch irgendwo eine Unterführung hingesetzt? Oh ne, hier habe ich das, glaube ich, alles so gelassen, wie es war. Ne? Ja, ich hatte hier zwar probiert, aber hat nicht geklappt, wie es sollte. Deswegen habe ich hier alles gelassen. Klar, ein, zwei Züge erneuert und so weiter und so fort. Immer nebenbei. Aber jetzt nichts Wildes. Nee, das ist die neue Mod. Ach ja, nee, das habe ich hier noch gemacht. Ich habe hier eine Steilwand hingesetzt, statt dieser komischen Überbrückungsdinger. Sieht ein bisschen besser aus, auf jeden Fall hier auch mit der Kante. Und hier ein Schallschutzzaun. Siehst du, da fällt mir was ein. Ich habe ja hier auch noch mehr drin. Die Gebäude, jetzt muss ich gucken, wo die waren. Das Gebäude, das sind hier die Wände. Genau, die Teile habe ich auch hier irgendwo drin, mal wieder. Hätte ich nicht noch irgendwo, genau, die 1000 Schaltschutzwände. Irgendwo hatte ich auch noch mehr Sachen. Ist die Frage, ob die hier drin waren oder hier drin. Hier sind sie. So, kleine Gebäude. Hier hatte ich extra hier so ein kleines Loch gehabt, wo ich den mal hinsetzen könnte. Finde ich immer ziemlich nett. Kosten ja nichts. Einfach so, um schick zu machen. Aber das soll ja alles hier oben im Norden erstmal richtig zum Einsatz kommen. Wie gesagt, hier habe ich ja schon echt schön gemacht, finde ich. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Was haben wir hier noch so? So ein Ding, so ein Ding. Noch so ein anderes Elektrohäuschen. Die kann man dann später alle hier hinsetzen. Bin ich aber noch weit von entfernt hier. Oder so ein Container. Ist auch mal ganz praktisch. Den hier auf die Ecke setzen. So. Hopp. Sieht auch ganz nett aus hier so auf der Ecke. Das hier gefällt mir wirklich gut. Das ist schön geworden. So, was mir jetzt noch fehlt. Ach ja, hier. Unterführung habe ich gebaut. Ich habe es mit einer Unterführung hingekriegt. Die Mod hatte ich mir reingeholt. Geht denn da raus, zack, da hoch. Das hatte ich nochmal schnell fertig gesetzt. Okay. Aber. So, wir müssen jetzt hier noch die Zufahrten legen, damit wir hier natürlich rumkommen. Und diese Schienen gelten natürlich gleichzeitig auch als Wartebereiche. Ne? Das heißt, hier gehen wir auf... Ach, jetzt ist er am Laden. So. Hier müssen wir auf jeden Fall erstmal abändern. Weil der kommt von hier raus da so drauf. Ja, das ist zu viel für den.
Der kann ja hier ruhig ein bisschen langsamer werden. Das teilt sich ja dann hier alles. So, haben wir hier schon mal zwei. Die überlege ich mir dann halt, die zwei eher zu teilen. Vielleicht hier so auf. Wo haben wir denn eine? Das ist so eine Strecke, so eine Strecke. Ja, vielleicht hier so. In dem Bereich. Naja, aber vielleicht doch direkt erstmal hier. Das würde so aussehen, ist mir aber viel zu weit. Jetzt erstmal den hier hin. Doch, komm schon. So eventuell, oder? Weiß es nicht genau. Gucken, wie weit wir die hier ziehen können. Das Doofe ist, der geht halt hier hoch, was er eigentlich gar nicht soll. Und so ist er zu tief, oder? Das sieht man echt schlecht. Oder ist er so doch richtig? Ich glaube, der ist so sogar richtig. So. Den splitten wir mal hier weg. Der geht hier hoch. So. Das ist mal noch das Gleis hier. Es sollen ja alles Wartegleise sein. Sieht noch okay aus. Jetzt ist er an das Gleis gegangen. Ah! Ja, irgendwie. Es sieht zwar interessant aus, aber es ist nicht so, wie ich es mir vorstelle. Warte mal, hier alles wieder weg. Ich mache das anders. Wie geht es am besten? Indem wir nämlich uns direkt die Mitte raussuchen. So. Zap. Dann gehen wir von der Seite einfach hier rüber. Ein bisschen ausschweifender wäre es aber interessanter. Probieren wir es mal so. Wie gesagt, die sollen ja auch ein bisschen andocken, also. Ja, also was heißt andocken? Die sollen ja die Möglichkeit haben zu warten auf den verschiedenen Gleisen. Falsche Gleis. So. So sieht es ganz vernünftig aus. Jetzt hier, damit die schön mit Hochspeed drauf können. So sollte es passen, okay. Das heißt, wir können jetzt hier die entsprechenden Signale drauf tun. Upsi.
damit wir die ersten Züge auf die Strecke setzen können. So, Aufteilung, Aufteilung. Da ist ein Gleis zu viel. Jetzt noch eins dazwischen. Da, das ist gemacht, die Macht der Gewohnheit. Natürlich total blödsinnig. So. So, hier haben wir 4. Nicht ganz, aber fast. Was hat denn jetzt für ein Geräusch? Ja, was anderes. Okay. So, das ist aber auf jeden Fall Wartebereich genug. Na, schick mal hier. Ja, hier ist halt doof. Ich hoffe, die fahren hier drauf, bevor die in den Bahnhof reinfahren. Das könnte aber passieren, dass das nicht der Fall ist. Deswegen werde ich die hier mal wegnehmen. Weil der Bahnhof zählt ja selber auch als Abschnitt. Sprich, ich müsste jetzt hier die so hinsetzen. Dass das zählt. Okay. Ich habe schon mal ein paar Züge vorbereitet. Die fahren halt alle hier lang raus. Ich hoffe, ein Gleis reicht zum Rausfahren. Aber noch nicht genug. Denn wir fangen jetzt erstmal hier an. Die haben leider kein eigenes Depot. Könnte ich aber hier mal so auf die Schnelle hin einrichten. So. Das Geräusch hat mich gerade echt irritiert. Was war das? Das hört sich an wie so ein Follower, wenn man live überträgt. Aber ich habe geguckt, ich übertrage nicht. Ich nehme nur auf. So, hier haben wir ja recht kurze Schienen nur. Und zwar nur 80 cm lang. Die, dementsprechend müssen die gut sein. Da wollte ich dann eigentlich eher 2 Züge jeweils draufziehen. So, der leichte elektrische Schnellzug als erste Schweiz-Drehgestell ausgerüstet. 55 Jahre, fährt 125. Leistung ist hier entsprechend dem hier, ne? Der hat sogar 3000. Boah. Leco mio, ey. Ja, für so einen Kurzzug könnte es reichen. Nimmt halt auch vor allen Dingen weniger Strecke weg. Oh, dann kommen wir nutzen den. Kostet zwar echt viel, viel mehr. Kaufen. Dann erstmal, hier hätte ich auch gerne mal ein paar längere. Nur so. Kohle. 1, 2. Wir müssen jetzt auf die 80 Meter Linie achten. So 3. Den kopieren wir uns einmal. So, und die haben jetzt alle den Nord-Zusatz bei mir gekriegt. So. Ja, erst den Zug, erst den Zug. Kaufen. Dann holen wir uns jetzt direkt dreimal. So. Wir haben ja Geld da gerade.
Schön ist halt, dass wir hier auch diese Wartegleise haben. Das ist ja das Praktische. Ich hoffe, die sind auch alle richtig ausgelegt. Ja, genau. Zwei rein, ein raus. Die fahren hier ihre Kurve. Ja, guck mal, die sind zu kurz. Da können wir hier nochmal zwei Signale reinsetzen. Vor allen Dingen hier vorne, wo wir das mit den Zügen so haben. So. Die sind echt kurz, aber das ist ein Zweck der Sache. Jetzt kommt hier halt der große Zug hin. Wie gesagt, ich will ja ein bisschen Geschwindigkeit drauf haben. Deswegen sind die noch ganz praktisch. Was auch immer du willst. Mit 145 km/h, da kommen die halt nicht dran. Ne? 125 ist zwar nett, aber zu lahmarschig. Deswegen wäre ich hier doch noch. Zugkraft 1500. Ja, ich muss den großen nehmen hier. Die haben eine Zugkraft, Alter, aber sind halt echt lahmarschig. Kaufen. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Der muss ja bis hier hinten hin, ne? Welche Länge haben wir? 240. Nein, noch nicht. Probieren es mal mit 9. Und hier jetzt nochmal 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, reicht. Duplizieren. Und das ist jetzt Strecke Nordmetalle. Das sieht jetzt bestimmt richtig cool aus, wenn der hier rauskommt. Guck mal einen an, ey. Was für ein Bild, ne? Ist ja fast schon Schönbau, was wir hier betreiben. So muss eine Map aussehen, Alter. Richtig cool. Jetzt hier so rausgefahren. Jetzt gibt er Gummi. Ich brauche ja ein bisschen, bis das hier ankommt. Hast du direkt schon Kohle gelagert? Ich glaube nämlich nicht. Dauert halt ein bisschen, bis die Züge hier wieder antanzen, ne? So, während der Zwischenzeit müssen wir von hier. Habe ich die Strahlstrecke? Die Stahlstrecke habe ich auch schon fertig. Können wir auch direkt hier rauf gehen. Kaufen. Das sind ja wenigstens die neuen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, können wir auf die Kilometer, auf die Länge achten. Stahlträger, so. Wo sind sie denn? Ich muss nämlich was prüfen, dann nachher natürlich, wenn der zurückkommt. So, erstmal hier so rum. Der hat schön die Geschwindigkeit drauf. Hier sind dann halt die zwei Wartegleise. Wo mir einfällt, ich muss ja noch einen dritten hinsetzen. Ach ne, hier ja nicht. Im Endeffekt ja nicht. Da hat es schon wieder zugemacht. Ist ja nicht schlimm.
Also. Den Stahlzug haben wir ja auch auf die Strecke gesetzt. Genau, jetzt müssen wir von hier einen Zug natürlich hier runterpacken mit Werkzeugen wieder. Ja, komm, wir warten mal kurz Zeitdruck ab. Ja, sobald der hier ist, dann machen wir Feierabend, dann setzen wir in der nächsten Folge dann den Industriezweig komplett auf, indem wir nämlich dann die Güter hier runterbringen und von hier dann abtransportieren in die Innenstadt. So, jetzt wird's interessant. Langsam. Ganz eng. Mist. Na, muss man gucken, wie sich das ausweitet dann. Da müsste ja gleich auch der nächste noch kommen. So, bis wohin fährt der jetzt? Boah, komm schon. Kriegen wir die hier hinter? Juhu. Enge Geschichte, aber es funktioniert. So. Da, der sieht jetzt hier so ein bisschen komisch aus, aber ist ja nicht schlimm. So, rein theoretisch müssten die jetzt... Der lädt Kohle auf. Siehst du, geht direkt los, weil die wissen ganz genau, es wird abtransportiert, wenn es da ankommt. Das ist halt so mal so ein Ding. So, ich mache aber Feierabend für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt dieser enorm geile Güterbahnhof hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.